Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal ums Prellen, was jetzt relevant ist für so ziemlich einige Ballsportarten. Im heutigen Video werden es jetzt vier Schritte sein, die zum Prellen hinführen. Das Video richtet sich vor allem jetzt an Leute, die sich bislang weniger mit dem Ball beschäftigt haben bzw. noch nicht so gut im Prellen sind. Wir fangen einfach mit dem ersten Schritt an und das steigert sich dann, bis es am Ende dann wirklich zum einhändigen Prellen übergehen soll, wie es zum Beispiel im Handball oder auch im Basketball üblich ist. Wir fangen dabei erstmal mit einer Übung mit beiden Händen an, weil es einfach deutlich einfacher ist als mit einer Übung mit einer Hand. Dabei geht es darum, dass wir erstmal ein Gefühl für das Sprungverhalten des Balles bekommen. Wir werfen den Ball in die Luft, lassen ihn auf den Boden fallen und fangen ihn dann wieder auf. Aussehen tut das Ganze dann so. Falls es euch jetzt natürlich passiert, dass der Ball zum Beispiel zu weit nach vorne fliegt und ihr dann nicht mehr rankommt, gibt es eine einfache Möglichkeit, um das Ganze zu verhindern. Ihr geht auf die Knie und werft den Ball dann nach oben. Dann seid ihr nämlich gezwungen, den Ball so gerade wie möglich nach oben zu werfen, weil wenn er nach vorne fliegt, könnt ihr nicht schnell hinterhergehen mit einem Schritt, sondern ihr müsst auf den Knien bleiben und seid also gezwungen, gerade nach oben zu werfen, damit ihr den Ball nicht nach jedem Mal holen müsst. Dann weiter zur zweiten Übung. Wir machen auch die Übung mit beiden Händen, damit es wieder ein bisschen einfacher ist. Das ist letztlich wie die Übung 1, nur dass wir das Hochwerfen vorher mal weglassen, sondern quasi gleich aus den Händen den Ball nach unten fallen lassen. Nachdem der Ball logischerweise nicht mehr so hoch springt, bietet sich es auch hier an, dass man wieder auf die Knie geht. Das ist dann einfach das Fangen einfacher und der Ball fällt in den meisten Fällen auch wieder einfach gerade nach unten. Wer die zweite Übung hinbekommen hat, darf zur dritten Übung übergehen. Wir wiederholen letztlich den Bewegungsablauf von Übung 2. Der Unterschied ist jetzt hier aber, dass wir dem Ball, wenn er nach unten fällt, noch ein bisschen Schub dazu geben. Heißt, die Bewegung sieht nicht mehr so aus, sondern so. Wer es jetzt an meinen Händen gesehen hat, der konnte erkennen, dass ich dem Ball ein bisschen Schub nachgegeben habe und dazu meine Hände parallel zu meinem Oberkörper nach unten gedrückt habe. Der Vorteil dadurch ist, dass der Ball noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt und deswegen vom Boden wieder höher springt und ich ihn leichter fangen kann. Wem auch hier der Ball verspringt, sei es nach vorne oder zur Seite, der kann auch gern hier wieder auf die Knie gehen und das Ganze im Knien machen. Und den Ball anschließend immer wieder mit beiden Händen fangen. Die vierte Übung funktioniert wie die dritte, nur dass wir probieren, dass wir das Ganze jetzt mit einer Hand starten. Also wir halten den Ball am Anfang in einer Hand. Gut dafür wäre es, um den Ball auch wirklich halten zu können, dass ihr entweder einen Ball nehmt, der in der Größe eines Handballes ist oder genauso geht auch so ein schöner Gymnastikball. Tennisbälle sind ein bisschen zu klein dafür. Der gleiche Bewegungsablauf wie Übung 3, das heißt, wir beginnen in einer Hand, drücken den Ball nach unten und fangen ihn dann wieder mit beiden Händen. Wer jetzt alle vier Übungen erfolgreich absolviert hat und den Bewegungsablauf der vierten Übung sehr gut beherrscht, ohne dass einem der Ball nach in etwa 10 Versuchen immer wieder runterfällt und man von vorne anfangen muss, der kann sich jetzt dann am Zielspiel, am tatsächlichen Prellen versuchen. Der Unterschied zur vierten Übung besteht jetzt nur noch darin, dass der Ball nach dem Hochspringen nicht mehr mit beiden Händen gefangen wird, sondern nur kurz berührt und gleich wieder nach unten gedrückt wird. Wem dies noch nicht so gut gelingt, der kann auch gerne wieder auf die Knie gehen und das aus der knienden Position machen. Und für alle, die das dann schon sehr gut können, die dürfen dann auch die zweite Hand weglassen. Die zweite Hand kann man entweder an die Seite legen oder auf den Rücken nehmen
das Ganze nur mit einer Hand probieren. Wer jetzt der Ansicht ist, dass er das Prellen sehr gut und flüssig beherrscht, darf dann auch gerne die Schwierigkeitsstufe verändern. Dazu bietet sich an, zum einen die Ballgröße zu variieren. Zum einen ist es möglich, das Ganze mit einem Tennisball zu machen. Oder auch mit einem großen Petsyball. Hier gilt natürlich, je größer der Ball, desto mehr Kraft muss aufgewendet werden, um den Ball zu prellen. So, und noch was Kleines zum Ausprobieren, für alle, die es jetzt bis hierhin sehr gut geschafft haben.